Zum einen großen Polizeihubschrauber und einen Transporter und einen Bagger. Eine Puppe. Flamingo. Was ist da noch drin? Ein Piratenschiff. Playmobil. Barbie-Puppen. Ich bin Florian und gegründet habe ich meine Spielzeugkiste, weil ich überzeugt davon bin, dass Spielzeuge die Talente und Fähigkeiten von Kindern erst so richtig hervorbringen. Ja, das weiß ich doch, aber was machst du nochmal? Meine Spielzeugkiste ist ein Online-Spielwarenverleih. Das bedeutet, Eltern wählen die besten Spielzeuge bei uns aus, die sie möchten, lassen sie sich zuschicken. Und dann, sobald das Kind das Interesse verloren hat oder die Sachen einfach nur noch rumliegen, schicken sie die einfach wieder zurück und kriegen neue Spielzeuge, die auf die alten wieder drauf aufbauen. Seit einigen Jahren ist so ein richtiges Umdenken erkennbar bei uns in der Gesellschaft, weil wir wollen viele Dinge nutzen, wir wollen sie aber nicht mehr besitzen. Das erklärt auch den Erfolg von Wohnungsmietplattformen wie Airbnb oder vor allem die Carsharer, die gerade überall aus dem Boden sprießen. Das hat eine Weile gedauert, bis sich diese Modelle etabliert haben auf dem Markt, aber jetzt sind sie nicht mehr wegzudenken aus unserem täglichen Leben. Und genau da wollen wir mit meiner Spielzeugkiste hin. Eltern müssen nie wieder Spielzeuge kaufen und Kinder sind glücklich, weil sie immer die besten Sachen zu Hause haben. Hä? Den kenne ich doch. Anfang des Jahres waren wir schon mal bei Companisto. Damals haben wir uns dafür entschieden, weil wir wissen wollten, finden andere unser Produkt genauso sinnvoll und toll wie wir? Und die Kampagne hat alle unsere Erwartungen übertroffen. Also unseren Wunschbetrag von 100.000 Euro haben wir in nur 11 Tagen, damals Rekordzeit, eingesammelt. Wir hatten ein riesiges Medienecho danach. Wir hatten 370 Companisten, die hinter uns stehen, konnten Jahresziele schon im August erreichen und jetzt letztendlich auch einen Investor für die Wachstumsfinanzierung für uns gewinnen. Bei der letzten Companisto-Kampagne haben wir geplant, zum Jahresende an Weihnachten 500 Kunden zu haben. Den 500. Kunden haben wir dann schon im August feiern können und damit liegen wir bei der Kundenentwicklung weit über Plan. Gleichzeitig haben wir unsere Kündigungsquote gesenkt dieses Jahr von weit über 10% runter auf 7% diesen Monat. Wenn es dann so weitergeht, dann sind wir nächstes Jahr mit 2500 Kunden im Break-Even und damit profitabel. Mein Sohn ist 4 und meine Tochter ist 17 Monate alt und ja, ich bin jetzt Kundin der Spielzeugkiste und ich habe bisher sehr positive Erfahrungen gemacht. Also die Vorteile von meiner Spielzeugkiste sind, dass man das Spielzeug entsprechend des aktuellen Alters ausleihen kann, also altersgerechtes Spielzeug hat und nicht noch das Spielzeug, was sie überhaupt nicht mehr interessiert. Man kann damit ja auch ausprobieren, man kauft jetzt nicht gleich was, wo man dann viel Geld ausgegeben hat und was dann gar nicht gespielt wird, in der Ecke steht. Seit der letzten Crowdinvesting-Kampagne bei Companisto ist wirklich einiges passiert. Wir haben gerade unsere eigenen neuen Büros bezogen und haben die Logistik bei uns, was sehr wichtig ist. Und jetzt arbeiten schon 6 weitere Leute mit mir daran, dass wir als Firma funktionieren und unsere Kunden zufriedenstellen. Hallo, ich bin Florian. Ich bin selber Vater zweier Kinder und Unternehmen sind wie kleine Kinder. Man muss sich kümmern, muss hinterher sein und man muss sie in die Hand nehmen. Aber wenn sie dann selber laufen können, dann ist man wahnsinnig stolz. Und genau das ist mein Job bei der Spielzeugkiste. Ich sorge dafür, dass der Laden läuft. Hier sind wir in der Logistik und die Logistik ist wirklich unser Herzstück geworden. Schnelle Lieferzeiten und hohe Qualität und Sauberkeit, das sind Dinge, die wollen wir selber in der Hand haben. Wir konnten den Anteil der Kisten, die in den ersten 24 Stunden an den Kunden verschickt werden, von 10% auf 88% erhöhen und können jetzt endlich langfristig auch von den Kostenvorteilen, den so eine eigene Logistik mit sich bringt, profitieren. Ich bin Lars und ich suche das Spielzeug aus, das Kinderaugen zum Leuchten bringt. Seit der letzten Companisto-Kampagne haben wir viele wichtige Herstellerkooperationen an Land gezogen. Zum Beispiel mit Playmobil, Ravensburger und sogar mit dem Weltmarktführer Mattel. Durch unsere enge Zusammenarbeit haben wir besonders günstige Konditionen. Das macht unser Verleih- und Verkaufsgeschäft besonders profitabel. Hallo, ich bin Elena. Und ich bin Franziska. Und wir beide sorgen dafür, dass möglichst viele Kinder, Eltern und Großeltern von meiner Spielzeugkiste erfahren. Und das auch auf allen Kanälen, sei es Print, Online, Fernsehen oder Hörfunk. Außerdem stehen wir auch immer im täglichen direkten Kontakt auf allen sozialen Netzwerken und haben inzwischen über 14.400 Facebook-Fans. Damals zu Companisto zu gehen, war wirklich die beste Entscheidung, die wir gemacht haben in unserem Unternehmen. Und genau diese Power von überzeugten Investoren, aber auch überzeugten Multiplikatoren, die wollen wir nochmal erfahren. Und jetzt, wo wir auf Wachstumskurs sind, weitere Companisten auf unsere Seite zu gewinnen und weitere Companisten davon zu überzeugen, gemeinsam das Thema Spielzeugmiete und Spielzeugsharing in Deutschland zu etablieren. Wozu brauchst du noch mehr Geld? Das meiste werden wir investieren in unser Produktangebot. Das heißt, es sind vor allem Spielzeuge, wir werden mit mehr Herstellern kooperieren,
Wir möchten auch unser Angebot ausweiten. Momentan bieten wir Spielzeuge für Kinder von 1 bis 4 Jahren an. Das wollen wir ausweiten bis auf 10 Jahre. Damit verdoppeln wir natürlich dann auch unsere potenziellen Kunden. Und zweitens, wir können die Kunden viel länger begleiten. Der Kunde kann viel länger bei uns sein, nämlich eigentlich seine ganze Kindheit, wo er Spielzeuge braucht. Wir wollen deutlich in unsere IT investieren. Wir sehen, dass unser Shop eben wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Das kann so weit gehen, dass wir jedem Kunden individuelles Angebot machen. Weil wir wissen ja, mit was spielen die Kinder, was interessiert den Kunden, welche Marken mag er gerne. Und wir als Spielzeugexperte sind genau da richtig positioniert, ihm die richtigen Empfehlungen zu machen. Und die Margen auf dieses Geschäft sind sehr gut. Ja, wir kriegen hohe Rabatte von den Herstellern, wir vermieten es zu guten Preisen, verdienen kontinuierlich. Und das Schöne am Abo ist ja auch, wir müssen nicht wieder darum kämpfen, dass der Kunde eine neue Bestellung macht, sondern verdienen jeden Monat neu. Liebe Kompanisten, mit eurer Hilfe haben wir dieses Jahr aus unserer ursprünglichen Idee ein richtiges Unternehmen gemacht und ich bin stolz auf das, was wir in den letzten 10 Monaten alles geschafft haben. Wir haben mehr Kunden als geplant, wir haben tolle Produkte, die unsere Kunden lieben, wir kooperieren mit den großen Herstellern und das Beste ist, unser Modell trägt sich auch wirtschaftlich. Break-even ist in Sicht. Mit euch sind wir zu dem geworden, was wir heute sind und mit euch zusammen wollen wir auch weiter wachsen. Investiert jetzt in meine Spielzeugkiste. Ich find's cool.